Da wären wir bei einer neuen Folge von Minecraft. Ich hoffe, Leute, ich habe jetzt einfach mal gesaved und hoffe, dass die nicht das Haus auseinandernehmen. Die sind immer noch da, ne? Das ist zum Kotzen. Ich krieg die Krise, ne? Das ist so ein Wichs ist das. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich krieg die nicht getötet. Das sind irgendwelche Golems. Ah, okay. Das ist ja mal voll verrückt, Leute. Wow, die werfen sogar mit den... Ach du Scheiße. Oh Mann, das ist doch scheiße, Leute. Ich könnte echt kotzen, ey. Manchmal sind dieser Mod voller Fluch, ey. Weil der zerstört das ganze Haus immer. Wow, das ist aber mega krass. Scheiße, ich muss die irgendwie hier weglocken. Verbrennen die mal? Die verbrennen jetzt mal langsam, oder? Wahnsinn, ey. Das ist doch mal... Das ist total verrückt, ey. Was für kranke Gegner gibt, ey. Und ich bin so hilflos. Ich kann nichts dagegen unternehmen, ne? Komm, wir futtern mal. Schauen wir dem mal beim Brennen zu. Diese Wichser, ne? Das ist so ein Sack, ey. Du Sackgesicht, ey. Verbrenn, ey. Verbrenn elendig, ey. Verbrenn doch elendig, Mann. Ich will nichts mit dir zu tun haben, Mann. Das ist unglaublich, ey. Das ist einfach unfassbar, Leute. Warum verbrennt er nicht? Ich habe dir noch nichts getan, ne? Das war ja irgendwie so am Anfang so ein Block. Und jetzt hat er sich aus meinem Haus quasi, ja, zusammengemacht. Das ist unglaublich, ne? Der soll mal verbrennen, ne? Mann, verbrenn doch mal. Sein Kollege ist auch schon weg. Scheiße, wieso können wir nicht tagsüber schlafen, dass es einfach schneller hier vorbei ist, ne? Falls einer irgendwie einen Tipp für mich hat, ey, bitte, gib mir einen Tipp, schreib's in die Kommentare, damit ich mit den Viechern hier fertig werde und die nicht immer mein Haus zerstören. Weil das kotzt mich langsam an, ey, wirklich, das kotzt mich so sehr an, dass die immer mein Haus zerstören, ey, das geht nicht, wirklich nicht. Letztes Mal, wo der eine Golem da war, oder was auch immer das war, wo der halt so böse geworden ist und explodiert ist, wo der dann immer so auf den Boden gehauen hat, das war einfach scheiße, okay, aber er ist dann, nach dem Speichern ist er dann verschwunden. Dann kann man sagen, okay, er ist weg. Aber der, was macht der denn da? Guck mal, bis der, ah, was soll ich dazu sagen, Leute? Der lässt sich einfach nicht mit dem sich verhandeln. Und so ein Steinschwert, wisst ihr selber. Wow, 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 das ist aber scheiße, das geht gar nicht klar. Ich versuche den mal einzubarrikadieren. Verdammte. Komm schon. Dann bleibt er wenigstens hier so fest, wisst ihr, was ich meine? Boah, der versucht sogar mal zu schießen, der Sack, ey. Komm schon, verbrenn doch, Mann, endlich, ey. Verdammt, ich nehme mal das Schwert mal. Wie kann er mich treffen? Wie kann er mich treffen, ey? Boah, du Wichser, ey. Verdammt, was macht er denn da, ey? Kann doch nicht sein, ey. Ach, scheiße, jetzt habe ich das gute Holz gepflanzt, ey. Statt die blöde Erde. Wow, 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 bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, Junge. Scheiße, der ist auch noch so, der kann auch so hoch, der kann auch so blöd laufen. Ach, verpiss dich doch mal, ey. Ich habe hier keinen Bock, hier PvP zu machen, ey. Ich wollte gemütlich ein Häuschen bauen, ey. Der kommt mir voll dazwischen, ey. Schwierig jetzt mit dem blöden Schwert, ey. Auf jeden Fall mal ein Eisenschwert. Aber langsam, aber sicher. Oh, scheiße, warte mal. Wir brauchen was zu essen. Damit unsere Energie wieder hochgeht. Oh, scheiße, wie hat er mich getroffen? Das gibt's doch gar nicht. Du Sackgesicht, ey. Ich hab keinen Bogen, ne? Ich brauch den Bogen. Ich brauch definitiv den Bogen, damit wir immer so auf so Gegner besser reagieren können. Scheiße. Nee, 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 warum? Vom Big Golem erschlagen. Ach, dieser Bastard, ey. Das ist doch ein Witz, ey. Der war nicht mehr in der Nähe von uns, Leute. Wirklich. Der war nicht mehr in der Nähe von uns. Jetzt sind wir wieder platt, ey. Geil. Immerhin können wir einigermaßen ein paar Sachen einsammeln, die wir hier schon hatten. Aber das war doch mal voller Witz, ey. Der war total weit weg. Brennt da hinten, ne?
Ich hoffe mal, der muss verschwinden, ey. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Der kann da hinten tun, was er will, aber der soll mein Haus in Frieden lassen. Guckt euch das an, ey. Guckt euch das an. Mann. Das ist traurig, ich weiß. Ich denke mal, ihr könnt mit mir fühlen, dass das echt alles hier richtig abfuck ist. Mit der Zeit. Das ist einfach nur behindert. Die zerstören unser komplettes Heim hier. Verdammt, jetzt setze ich das Ding noch falsch, ey. Das ist einfach nur zum Heulen, Leute, wirklich. Das ist einfach nur zum Heulen. Weil das nervt einen auch irgendwann mal, ne? So. Der hat komplett, wie kann er denn hier die Dinger raussaugen, obwohl die mitten im Haus sind? Das wüsste ich auch mal gern. Scheiße. Guckt euch das an, ey. Guckt euch das an. Ich muss hier alles neu bauen, ey. Verdammt, der hat selbst da. Hat der. Ah, Mann, jetzt muss ich hier den blöden Kamin abbauen, ey. Weil der blöde Sack da ein Loch gemacht hat, ey. Oder mehrere sogar. Scheiße. Was ein Sackgesicht, wirklich, ey. Ich hab dir nichts getan, ne? Ich war voll friedlich und alles. Mann, und dann passiert sowas, ey. Ich hoffe, wenn ich jetzt mal schlafen gehe, dass der weg ist, ey. Jetzt sind wir aber auch mal gestorben. Mal wieder, ey. Mal wieder sind wir gestorben, ey. Nach der einen Aktion da, wo der auch schon wieder so ein blöder Golem war, ne? Jetzt, manchmal wünsche ich mir jetzt im Moment so. Der ist immer noch da, ne? Das ist doch unfassbar, ey. Ja, manchmal wünsche ich mir echt. Ach, wir haben wieder unsere Lebensenergie, beziehungsweise unsere Safe-Punkte wieder. Der kann da hinten von mir aus bleiben. Das stört er mich nicht. Aber es ist halt blöd, wenn der dann. Wo ist denn unsere Erde? Das heißt, blöd, wenn er dann hier wieder alles. Ja, abgreifen will, ne? Das, oh Mann. Das nervt mich sehr. Sehr sogar. Also, das ist richtig frustrierend, ey. Macht doch keinen Spaß dann, so, weißt du, so, man baut hier so voll das geile Heim zusammen. Und dann wird das immer auseinandergenommen von irgendwelchen blöden Golems, die man, ja, die irgendwie einfach erscheinen. Irgendwie so. Keine Ahnung, ob wir vielleicht einfach mehr Fackeln irgendwie draußen verteilen müssten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, machen wir am besten mal. Damit das nicht nochmal passiert. Wir haben ja einige Sticks. Das heißt, wir können mal sehr viele Fackeln craften. Allgemein 44 sogar. Und ja, das Haus ist auch sehr dunkel, klar. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das hier dann alles zugrunde geht. Das habe ich nicht erwartet, ey. So, so. Okay. So, 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 hier ist auch noch ein paar Fackeln. Hier ist keine Tür mehr, alles klar. Hier machen wir mal 4. Okay, so. Hier können wir auch mal 2 Fackeln hinlegen. Ziehen wir hin, pflanzen. Hier ist auch noch relativ dunkel, ne? Komm. Wäre nicht so geizig sein mit den Fackeln. Wir müssen das Haus mal richtig hell machen. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Auf so eine Aktion habe ich da keinen Bock drauf. Noch eine. Oh, jetzt guck mal, jetzt muss ich da nur wieder runter, ey. Weil er da. Ah, oh, Mann. Das ist doch behindert. Ist er mal wenigstens tot? Ich glaube, nach ein paar Tagen, ey, stirbt er erst. Das ist ein Sackgesicht, ey. Was ein Sackgesicht. Oh, Mann, ey. Das macht einfach keinen Spaß. Man ist dann voll frustriert, weil man so viel Arbeit und Mühe und Zeit und alles ins Haus steckt. Und dann kommt irgend so ein blöder Golem und ja, der frisst einfach das Haus in sich rein quasi, ne? Habt ihr ja gesehen, wie das passiert ist. Ich glaube, jetzt ist er langsam weg. Und da hat er auch noch sogar irgendwie was hinterlassen, ne? Scheiße. Ja, ich war eigentlich dabei, den Kamin hier höher zu bauen, ne? Die müssen ab. Müssen wir mal wieder ins Spiel wieder reinkommen, nachdem wir jetzt hier ja, so blöde Aktionen passiert sind. Das muss ja wieder alles. Oh, Scheiße, komme ich hier gar nicht mehr rüber. Wartet mal. Kann ich mal hier. Ich habe noch Stufen, habe ich noch, ja. Aber ich mache erstmal Erde. Damit ich erstmal einfach rüberkomme. So. Hier muss der Kamin auf jeden Fall erstmal weitergehen. Der muss ein bisschen höher sein, der Kamin. Logischerweise. So, warte mal. Ich glaube. Wie können wir den jetzt am besten
Jetzt müssen wir Stufen haben. Haben wir nicht mal so viele. Müssen wieder runter. Das wäre lustig, wenn wir so runterfallen, dann bam, durchs Glas durch und dann bam, auf den Boden und dann bam, tot. Okay, das wäre nicht so lustig. Das wäre scheiße. Ich bin eh schon frustriert genug nach der Aktion mal wieder. Die mich richtig abfuckt, ehrlich gesagt. Richtig abfuckt, Leute. Die fuckt mich mega ab. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie das einen abfuckt, sowas. Aber könnt ihr wahrscheinlich mitfühlen, wenn man dann so was klasse, also meiner Meinung nach klasse, baut. Und dann kommt irgend so ein blöder Golem und sagt, ist mir egal. Ihr kennt bestimmt das Lied. Ist mir egal. Ja. So. Okay. Scheiße, das ist jetzt ein bisschen blöd. So ein bisschen Fummelei hier. Scheiße. Das hier wollte ich eigentlich auch so eckig machen. Nein, naja, das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Das wollte ich jetzt eigentlich hier so überall machen, ne? Mann! So. Versuchen wir das nochmal. Ja, jetzt geht's. Müssen wir das Ding halt teilweise nochmal abbauen. So. So. So, geht doch, ey. Geht doch, geht doch, geht doch. Die müssen nochmal ab, aber ich glaube, die Spitzhacke, die ist auch gleich platt. Ich hoffe, die hält das noch durch hier, die zwei Blöcke. So, tada! Da ist unser Schlund. Schlund, also das ist echt wirklich ein Schlund, Leute. Das ist so fucking hoch. Seht ihr selbst. Ist sehr, sehr hoch. Also da will ich nicht runterfallen. Das ist schon ein bisschen zu hoch. So, ja. Die, was machen wir? Wie machen wir das hier? Ich glaube, wir machen das so. Ach shit, jetzt bin ich hier zu tief. Beziehungsweise zu hoch gewesen. Müssen wir irgendwie nochmal wieder uns so Hilfslinien bauen. Aber erstmal hier das Dach fertig machen. So, ich glaube, das ist dann eine angemessene Höhe, wo jeder mit leben kann. Ich auch. Und dann ist das erstmal fertig hier. So, so, so. So. Ups. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Egal. Egal, wir brauchen eh jetzt wieder. Holz haben wir sogar noch. Gut. Very good. Das ist very nice. So, machen wir nochmal 64 Stück, weil wir brauchen davon wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Holz. Sehr, sehr viel. Ja, sehr, sehr viel. Hier haben wir auch keine Fackeln mehr, sehe ich gerade. Beziehungsweise gar keine Fackeln. Was heißt keine mehr? Hier sind gar keine Fackeln. Das heißt, wir müssen hier mal ein paar Fackeln platzieren, damit hier mal nichts passiert. Hier werde ich nochmal überlegen. Wartet mal, wir haben da noch ein paar Steine. Nicht mehr viele, aber ein paar haben wir noch. So ist das symmetrisch, ne? Glas können wir auch direkt verbauen. Beziehungsweise hier wollte ich eigentlich eine Wand ziehen, ne? Fällt mir gerade ein. Ach, Mann, ey. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich mach mal hier so, hier oben so ein Glasfenster rein. Das machen wir mal aus Holz. Hier unten auch. Holz haben wir ja noch ein bisschen. Und dann machen wir hier die Wand. So. Das ist einigermaßen so. Ich hoffe, hier müssen wir so ein Eck ziehen. Das wird ein bisschen blöd, aber anders geht's nicht. Wir haben sogar noch ein bisschen von dem Zeug. Anders geht's einfach nicht. Das müssen wir so machen. Ach scheiße, jetzt habe ich hier eins noch irgendwo. So. So, dann müssen wir natürlich hier auch noch eine Tür machen. Machen wir es am besten. So, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, hier ist natürlich jetzt leer. Oder was ist da hier passiert? Sieht ein bisschen blöd aus, ne? So. Haben wir noch weißes Holz, haben wir sogar noch. Jetzt sind wir im Birken. Ist das so. So, ist okay, ne? Jetzt noch die Stufen. Ich muss ganz genau mich konzentrieren, wie wir. So müssen wir das machen. So. Okay. Dann machen wir hier eine Tür rein. Hier ist so eine Chill-Ecke.
Vielleicht stellen wir da eine Kiste hin oder zwei. Hm, machen wir hier schon die Tür? Ich guck gerade. Was wir am besten machen. Ach, scheiße, ey. Verdammt, ich vertue mich da immer, ey. Das gibt's doch nicht. Der kann das nicht mehr. Ah, okay. Alles klar, dann nehmen wir einfach weiß, ganz normal weiß. So. So. Die können wir natürlich dann auch weghauen, weil die haben da natürlich keinen Zweck mehr. Immer so. So. Okay, dann kommt hier die Tür rein. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Jetzt habe ich hier das Ding gepflanzt. Mann! Mann, 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 Mann. Das muss auch hier weg. Dann kommt auch hier so ein weißes rein, damit es einigermaßen vernünftig aussieht. Und hier werden wir eine Tür reinknallen. Oder zwei Türen. Zwei Türen, ne? Wir haben sogar noch vier Türen mit. Optimal. Und dann hier dunkles Holz drüber, ne? Fackeln drauf. Und dann ist das alles okay, so. So. Komm, hier machen wir zwei. Das ist unser Aussichtspunkt. Sollen wir hier noch komplett? Ne, das bleibt so. Das ist okay so. Wir können gerne mal nach außen gehen und gucken, wie es da aussieht. Hier die Erde können wir entfernen mit der Schaufel. Brauchen wir nicht mehr. Dann können wir auch mal unseren Garten ein wenig aufräumen. Aber das mit dem Tier, mit den Dingern, ne, das fuckt mich jetzt irgendwie gesagt, ehrlich gesagt, übelst ab. Das Dach ist noch nicht ganz fertig, ich weiß. Aber das fuckt mich übelst ab, weil ich bedenke, wenn ich dann... Oh, wir gehen mal schlafen. Ist schon wieder dunkel, glaube ich, ne? Wird auf jeden Fall gerade dunkel. Komm, schnell können wir noch mal einmal rumlaufen. Ja, aber das fuckt mich schon ehrlich gesagt sehr ab. So sieht das Haus aus. Ja, ist okay, glaube ich. Was für ein Riesending. Und da haben wir was übersehen, sehe ich gerade. Das müssen wir mal schnell entfernen. So, kommen wir jetzt dran. Weg damit. Hier muss ich mir noch mal überlegen mit der Haustür. Beziehungsweise, was heißt Haustür? Hier hinten die Tür. Wie wir das machen. Keller muss ich auch ein bisschen besser beleuchten, ne? Oh, oh. Schnell rein ins Haus, Leute. Schnell rein ins Haus. Die Zombies werden wir auf jeden Fall noch anlocken. In unser Haus. Und dann werde ich da mal ein schönes Verlies bauen. Das wird richtig geil. Scheiße, hier ist ja gar nichts an Licht. So, so, so. Wow, wow, der ist hier drin, der Wichser. Verdammt, verdammt, verdammt. Nein, nein, nein. Boah, das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht, ey. Das ist unglaublich. Mann, 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 ey. Ich krieg die Krise wirklich, Leute, mit dem Scheiß, ey. Das ist ja unglaublich. Ich zuck dann immer zusammen, ey, wenn das Ding ist irgendwie reingekommen. Ich denk mal, vermutlich ist das Ding reingekommen durch, ja, wodurch denn? Durch den Keller. Da ist natürlich immer noch keine Tür. Das ist natürlich nicht so optimal. Hier ist kein Bett hier oben. Kommen die Monster natürlich alle einfach rein und ich kann hier nichts. Ich kann nicht schlafen. Ist anscheinend irgendwie zu dunkel irgendwie. Drin. Boah, die Monster hören sich teilweise echt grässlich an. Ist echt richtig gruselig. So, hier hin. Hier hin. Hier hin zwei Stück noch. Ah, verdammt. Was habe ich denn jetzt gemacht? So, so. So, so. Okay, hier ist noch erstmal gar nichts. Wow, da ist ein Wolf, Leute. Habt ihr das gesehen? Vielleicht sehen wir von hier. Da war ein Wolf. Da ist ein Creeper, ja. Aber der tut uns ja nichts, solange wir den nicht irgendwie zu nahe kommen. Da ist natürlich voll der geile Eingang für die Monster. Scheiße. Ja, müssen wir vielleicht irgendwie eine Wand bauen davor und dann Türen. Dann können die außen rumlaufen, aber kommen dann nicht nach innen. Denke ich mal, so ist das in Ordnung. Aber jetzt gehe ich erstmal schlafen. Wenn es funktionieren würde, es funktioniert nicht. Scheiße. Ja, dann müssen wir halt weiter bauen. Wir haben ja noch einiges zu tun. Müssen wir halt in der Dunkelheit machen, oben auf dem Dach.
Nicht, dass wir da runterfallen im Dunkeln. So, wir brauchen immer noch ein paar von den Dingern hier. Einigermaßen viele noch sogar. Ich mache erstmal so 16 Stück. Und dann gucken wir mal weiter, wie weit wir damit kommen. Hier ist wahrscheinlich nicht so weit. Und das muss hier wieder ab. Da habe ich mich ein bisschen vertan irgendwie. Das sieht irgendwie blöd aus. Vollmond? Aha. Was sind da unten für Monster unterwegs? Da, das muss ich auf jeden Fall zumachen, das Loch. Das ist zu gefährlich. Da kann passieren, dass ich reinfalle und... Nein, ich falle erstmal schön vom Dach runter. Puh. Da sind bestimmt im Keller welche, ne? Ist wahrscheinlich. Erstmal was futtern. Gute Nacht. Ah, oh, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ach, cool. Jetzt kann ich schlafen gehen, ne? Mann. Gott sei Dank. So. Gucken wir mal kurz draußen, was hier... Ah, okay, die Spinnen, die können wir... Da ist ein Creeper. Komm rein. Oh, ne, 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 ne. Der brennt gerade. Verdammt, 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 verdammt. Wir brennen auch. Nein, 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 wir brennen. Da ist Wasser. Scheiße, 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 scheiße. Boah, vielleicht... Boah, zum Glück bin ich nicht verbrannt, Leute. Mann, 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 ey. Bleib ruhig. Explodier bloß nicht, ey. Ja, komm, im Wasser kann explodieren. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Alter, was für kranke Gegner hier werden, ey. What the fuck? Ach du Scheiße, da war so ein riesen Skorpion oder sowas, Leute. Krass. Ey, das war mal heftig. Werwolf, Skorpion und was weiß ich was, ey. Ich hab erstmal genug. Schalt doch morgen wieder ein. Dann geht's weiter mit dem Dachbau und eventuell noch ein paar Monster jagen. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir uns mal ganz genau überlegen. Ansonsten bleibt gesund, meine Freunde. Und ich hoffe, ich... ach, das sieht scheiße aus. Das müssen wir mal anders machen. Ja, ich hoffe, ich kann euch ganz gut unterhalten. Falls es immer irgendwie Kritik geben sollte, gerne in die Kommentare reinschreiben. Nicht direkt immer ein Dislike geben, weil ich... bin immer noch ein Minecraft-Anfänger und ja,